Im heutigen Video zeige ich dir, wie man die YouTuber Banks und Lumi in Minecraft craftet. Dafür haben wir diese XXL-OP-Werkbank gebaut. Aber wir müssen das geheime Crafting-Rezept aus dem sichersten Gefängnis in Minecraft befreien. Dieses Geheimrezept ist unglaublich geheim, also zeige es keinem. Bleib bis zum Ende dran, um das Crafting-Rezept zu erfahren. Und wir befinden uns nun wieder auf unserer super coolen Map, Freunde, wo wir wieder besondere Sachen craften können. Und heute hat sich unsere Workbench geändert. Wir haben nun eine Diamant-XXL-Workbench, Freunde. Und damit können wir wieder YouTuber craften. Und zwar können wir zum einen Lumi craften und Dr. Banks, Freunde. Und wenn ihr Bock habt, dass wir diese YouTuber craften, dann lasst mal bitte jetzt ein Like da in 3, 2, 1, jetzt. Dankeschön für dein Like. Natürlich kannst du auch gerne kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, denn ihr wollt alle wissen, wie man jetzt zum Beispiel Lumi craftet. Und deswegen zeige ich dir jetzt, wie man Lumi craftet. Und dazu müssen wir zu diesem krassen Lumi-Kopf gehen, Freunde. Schaut mal an, wie riesig der ist. Der ist auf jeden Fall richtig gut gelungen. Und guckt ihn euch an, Freunde. Das sieht einfach wirklich 1:1 aus wie Lumi. Und ich bin so gespannt, ob wir den mit unserer riesen XXL-Werkbank craften können, Freunde. Aber naja, wir fangen direkt mal an und gehen mal rein und... Hä? War hier schon jemand drin? Hallo? Ist hier jemand? Nee, okay, ich schließe mal kurz die Tür ab, so abgeschlossen und wow, so sieht es also im Kopf von Lumi aus und ist hier irgendwo jetzt das Crafting-Rezept und ja, hier sind neben dem paar netten Stühlchen noch das Crafting-Rezept, Freunde. Wir brauchen, um Lumi zu craften, 1, 2, 3 Lumi-Köpfe, dann brauchen wir Quarzblöcke, Diamantrüstung und, ja, was ist das? Das ist hellblaue Wolle. Okay, Freunde, das ist also das Crafting-Rezept und das überprüfen wir jetzt, ob das wirklich stimmt. Und ich würde sagen, du hilfst mir dabei und bleibst jetzt erstmal dran und wir finden das heraus. So, denn ich brauche unbedingt deine Hilfe, alleine schaffe ich das nämlich nicht. Und wo bekommen wir denn diesen YouTuber-Kopf her von Lumi, Freunde? Wisst ihr das, wo das sein könnte? Ich habe da eine kleine Idee. Und zwar befindet sich seit neuestem in der Stadt hier ein riesensicheres Gefängnis. Ich zeige euch das einfach mal. Hallo, ihr kleinen Küchen. Hier, Freunde, schaut euch das an. Hier sind so viele Polizisten und es ist einfach das sicherste Gefängnis in Minecraft. Und wartet mal, was ist das denn? Hier sind einfach Köpfe. Freunde, hier ist ein Lumi-Kopf und ein Dr. Banks-Kopf. Aber, Freunde, vorher ist hier Lava und Laser und Polizeiwachen sind hier auch und überall Kameras. Aber ich würde sagen, wollen wir da einbrechen und die Köpfe klauen, Freunde? Ich würde sagen, wir probieren es einfach und probieren in dieses sichere Gefängnis einzubrechen. Ich hoffe, wir sterben nicht, Freunde, denn sonst war es das mit mir. Und wo bekommen wir denn jetzt Waffen her? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Verkäufer. Hallo, Herr Verkäufer. Hey, schauen Sie mich doch mal an. Wir bräuchten gern Waffen. Oh, was steht denn hier? Waffenpaket 32 Dias. Okay, Freunde, ich würde sagen, da holen wir 32 Dias und holen uns die Waffen, dass wir endlich in dieses Gefängnis einbrechen können. Denn wir, beziehungsweise ich, möchte euch ja zeigen, wie ihr Lumi und Dr. Banks craften könnt, Freunde. Und dafür brauchen wir diese Diamanten. Und ich habe hier noch ein paar auf Reserve. Ich nehme mir mal 32 Diamanten. So, schließe die Türe wieder ab und laufe mal wieder zum Verkäufer, Freunde. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Aber naja, erst einmal müssen wir die beiden YouTuber-Köpfe hier befreien. So, Verkäufer, hier 32 Diamanten. So, und Waffenpaket ist hier. Okay, Freunde, wir haben jetzt echt krasse Waffen. Wartet mal, wir schauen es uns an. Wir haben hier eine Bazooka, Freunde. Oh mein Gott, wir haben hier eine normale Waffe, eine Pistole, Granaten und das hier, so Pistole. Die brauchen wir aber nicht. Ich würde sagen, das hier reicht und... Okay, Freunde, das sind diese Wachen. Wir müssen als erstes, wäre mein Plan, wir schalten die Wachen aus. Das sind, Moment, wir gucken mal ganz kurz alles hier an. Wir sind eine Wache, zwei Wachen. Da hinten ist auch noch eine Wache und ich glaube, hier dürfte auch noch eine sein. Okay, Freunde, wir müssen erst einmal diese vier Wachen ausschalten und danach können wir in das Gefängnis einbrechen. Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal Granaten, Freunde, nimmt das! Wir wollen Lumi craften! Und Banks! Bam! Ja, okay, das hat nicht geklappt. Der ist hier, jetzt treffen wir den und... Nimm das, Polizist! Nimm das, Wache! Zack! Wir haben ihn... Jawohl, Freunde, wir haben den ersten erledigt. Aber die Waffe war gar nicht mal so gut. Wir nehmen als nächstes die hier. So, Polizist, nimm das! Ja! Wir haben den nächsten Polizist ausgeschaltet, Freunde. Und
zack, zack. Den nächsten, komm, komm, komm. Ich würde sagen, die Bazooka machen wir auch mal und boom, Freunde. Bazooka Power und kriegen damit auch das Obsidian weg. Ich glaube, wir probieren es mal. Ah, das geht nicht mehr. Vielleicht mit den Granaten hier, Freunde. Moment, ob das klappt mit den Granaten hier. Und, ne, das klappt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach aufbauen. Aber wie könnten wir das am besten machen? Die Wachen sind jetzt schon mal weg. Und wir sind so nah an den YouTuber-Köpfen dran, Freunde. Vielleicht können wir auch den Laser hier wegsprengen. Moment, wir werfen mal die Granaten hier rein. Oh, 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 das hat nicht geklappt, oder? Nee, au! Warte mal, wir werfen so die Granaten rein. Vielleicht klappt das jetzt und... Na, Freunde, wir müssen einfach einen Goldapfel essen. Und dann würde ich sagen, da haben wir Blöcke. Wir könnten uns auch Blöcke abbauen, Freunde. Aber ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit dafür haben. Egal. Wir rennen einfach durch den Laser durch. Der wird schon nicht zu sehr wehtun. 3, 2, 1 und... Ah, Freunde, der Laser war eine Attrappe. Nur die Wachen waren echt. Oh mein Gott. Das heißt, wir können jetzt in die Kiste gucken. Haben wir noch Diamanten für die Rüstung? Okay, und die YouTuber-Köpfe, die nehmen wir auch noch mit, Freunde. Perfekt, Freunde. So. Die nehmen wir noch, den Dr. Banks-Kopf kann man auch gebrauchen. Und dann haben wir hier den Lumi-Kopf. Und jetzt können wir mal mit dem Craften anfangen, Freunde. Und wie komme ich denn jetzt hier raus? Ey, ich muss jetzt hier auch irgendwie wieder rauskommen. Kann ich den Laser abbauen? Ich glaube, ich kann den Laser abbauen, Freunde, weil sonst komme ich hier ja gar nicht mehr raus, ey. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Crafting-Rezept, Freunde. Denn das ist ja unser Ziel. Wir möchten Lumi und Banks craften. Und wir brauchen jetzt erstmal hier ganz kurz... Oh, Wolle brauchen wir auch noch, Freunde. Denn wir brauchen ja auch hellblaue Wolle. Ist hier irgendwo Wolle? Also wir brauchen erstmal Farbstoff. Genau, Freunde. Hier finden wir Farbstoff. Oh, ich wollte nicht schießen. Sorry, sorry. Ich wollte nicht schießen. Und hier ist Wolle, Freunde. Dann haben wir, glaube ich, schon alles, oder? So, nimm... Das hier, du Schaf, ich brauche dich leider. Es tut mir leid, Schafi. So, eine Wolle haben wir brauchen, aber zwei. Und hier ist die zweite Wolle. Und dann, Freunde, bleibt jetzt unbedingt dran. Denn wenn wir Lumi gecraftet haben, dann craften wir auch noch Banks. Und ich glaube, das möchtest du auch nicht verpassen, wie wir Dr. Banks craften können. Denn wir haben jetzt schon mal den Einbruch hinter uns. Und so, wir machen erstmal hier die Brust, der Brustpanzer. Dann hier den Diamantstiefel. Und dann müssen wir noch die Wolle hier umfärben mit hellblauem Farbstoff. So, Freunde. Und ich würde sagen, wir haben doch eigentlich schon alles für das Crafting-Rezept, um Lumi zu craften. Dafür gehen wir jetzt wieder auf unsere Special-Diamant, der Diamant-Workbench, Freunde. So heißt das. So, also wir nehmen jetzt einmal die Rüstung, die kommt einmal hier hin, dann die Diamantstiefel, Freunde, und dann brauchen wir noch die Wolle, die war, glaube ich, hier, genau, das sieht doch auch schon mal gut aus, und wir brauchen noch Quarz, Freunde, wir brauchen noch Quarz, ich würde sagen, dafür gehen wir kurz in den Nether, denn da bekommen wir ja ganz schnell Quarz, ja, hier ist auch ein Nether-Portal, da gehen wir mal ganz schnell rein, denn ohne Quarz bekommen wir ja das auch nicht hin. Hey, was macht denn der Villager hier im Nether? Das ist aber komisch. Und hier haben wir direkt schon Quarz, Freunde. Das heißt, das geht auch ganz, ganz schnell. So, wir brauchen zwei Quarzblöcke. Und wir kriegen auch schon direkt so, so viel EP. So, hier ist auch nochmal ein bisschen Quarz, hätte ich gesagt. Was wir uns mal kurz stibitzen dürfen. So, zack. Das sieht doch schon mal gut aus, Freunde. Und ich bin so, so gespannt, ob das klappt. Mit deiner Hilfe schaffe ich das. Und... So, perfekt. Und das haben wir jetzt alles vollständig. Und jetzt, Freunde, seid ihr bereit, um Lumi zu craften? Dann haut nochmal jetzt einen dicken Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Aber erst dann müssen wir zurückgehen. Hier nämlich. Zack, gehen wir hier hoch. Und ich würde sagen, jetzt setzen wir hier die Blöcke hin. Einmal den Block. Zweimal den Block. Und ich weiß, eigentlich müssten es drei Lumi-Köpfe sein, laut dem Crafting-Rezept. Aber wir probieren es einfach mal so, Freunde. Dementsprechend, wir sind bereit. Wir probieren, ob das Crafting-Rezept funktioniert. In 3, 2, 1 und Lumi, komm herbei. Und ja, Freunde, es hat einfach geklappt. Schaut es euch mal an. Wir konnten einfach den echten Lumi hier reincraften in unsere Minecraft-Welt. Mit dieser richtig coolen OP-Workbench. Und ich würde sagen, wenn dir das noch nicht gereicht hat, dann bleib jetzt unbedingt dran. Denn jetzt craften wir Banks. Und das wird genauso spannend. Und dafür gehen wir direkt runter und gehen mal zum riesigen Banks-Kopf, der sich da hinten befindet. Auch ein weiteres Wegchen. So, Freunde, das ist einfach auch Banks. Und da war auch schon jemand drin. Warum ist denn die Tür schon wieder da geöffnet?
Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. So, also wir laufen hier rein in dieses Häuschen und hallo, ist jemand da im Banks Kopf? Hallo? Banks, bist du hier? Und, Freunde, das sieht aber anders aus als sonst. Eigentlich ist hier immer ein großer Raum und dann ist da das Crafting-Rezept. Aber was ist das denn? Ist das eine Art Labyrinth? Wartet mal, ich weiß auch nicht so recht. Komisch. Aber naja, wir gucken mal, was sich hier erwartet. Irgendwie ein Labyrinth, hä? Und hier geht's runter, Freunde. Ich würde sagen, wir springen mal runter. Ich hoffe, da passiert nichts Böses. 3, 2, 1 und Arschbombe! Und, hier sind Fledermäuse. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Und, Freunde, hier ist das Rezept für Banks. Und, ey, hier sind überall Fledermäuse. Geht mal weg hier, Fledermäuse. Hier, lass mich in Ruhe. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Banks-Kopf, Freunde. Den haben wir schon. Den haben wir ja auch beim Einbruch in das sicherste Gefängnis bekommen. Dann brauchen wir diese rote Rüstung, rote Wolle und weiße Wolle und 2 Beschwörungskristalle. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen uns direkt an die Arbeit und suchen die Sachen dafür, die wir auf jeden Fall brauchen. Das sieht auch richtig schwierig aus, außer den Kopf, den haben wir bislang schon. Aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, um Banks zu craften. Dann machen wir uns direkt wieder auf den Weg und ich habe schon mal den Banks-Kopf, den wir vorhin aus dem sichersten Gefängnis geholt haben, rausgeholt. Und wir brauchen auch Wolle, deswegen nehme ich hier wieder Schäfchen mit. Eine Wolle, wir brauchen eine weiße und eine rote, das heißt, wir brauchen noch ein Schaf und wir brauchen eine rote Blume und die haben wir ja hier. Perfekt. Also, komm her, Schäfchen, dich muss ich leider einmal kurz nehmen, genau. Und dann würde ich sagen, können wir das ja schon mal auf diese ultra coole Workbench setzen, Freunde. Moment, dafür laufen wir schon mal hier rüber und da vorne ist einfach noch Lumi und gleich steht daneben dran noch Banks. Richtig cool. So, wir müssen erst einmal den Farbstoff hier machen. So, und dann einmal umfärben. Genau, Freunde. Und nun haben wir schon mal den ersten Teil des Crafting-Rezepts. Und das platzieren wir direkt schon mal auf unserer super coolen Workbench. Dann vergessen wir das nicht mehr. So, Moment. Das war nämlich einmal hier der Kopf. Genau. Und einmal hier die Wolle. Und hier die Wolle. Jetzt fehlen nur noch die Diamanten hier. 1, 2... So wie diese Rüstung. Und ich würde sagen, wir fragen mal den Händler, ob er uns helfen kann, wo sich diese Rüstung befindet. Weil, Freunde, habt ihr diesen Diamanten schon mal gesehen? Also, ich, noch nie. So, Freunde, da ist der Villager. Nicht der Villager, der Verkäufer. Fragen wir mal, ob er uns helfen kann. Dafür musst du den Feuerdrachen in der Höhle besiegen. Oh, wartet mal, Freunde. Das wisst ihr noch gar nicht. In dieser einen Höhle dort ist ein Feuerdrache und ja, ich glaube, wir müssen wohl gegen den kämpfen, Alter. Freunde, wir müssen gegen einen Drachen kämpfen, gegen einen echten Drachen in Minecraft. Wie sollen wir denn das überleben? Dafür brauche ich auf jeden Fall neue Waffen. Aber Freunde, ich muss gegen einen Drachen kämpfen und Banks zu craften, beziehungsweise zu spawnen. Okay, für euch mache ich das, Freunde, weil ihr wollt, dass ich diese Herausforderung mache. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen dafür und ich nehme mal hier diese Waffen raus, weil meine sind leer. Ich habe ja vorhin schon bezahlt und wir haben zum Glück hier eine Rüstung. Okay, Freunde, damit sehe ich aus wie ein richtiger Ritter. Ha, Freunde, wie cool ist das denn? Ich bin's, Ritter Synthi, der Ritter der Gerechtigkeit und... Wo ist denn die Höhle nochmal? War die hier? Ich glaube, das müsste hier gewesen sein, oder? Nee, das ist nur irgendwie ein Einschlag gewesen. Naja, wir gucken mal weiter. Oder war die irgendwie hier? Es ist auf jeden Fall, Freunde, eine Feuerhöhle. Denn dort ist neben der Feuerdrache. Ist sie hier, die Höhle? Hä? Ich check's gar nicht mehr. Wo war denn die Höhle, Freunde? Jetzt bin ich aber auch gerade ein bisschen verwundert. Ich glaube, die war die bei Banks oder sowas direkt? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich guck einfach mal kurz. Ach, die war da hinten, Freunde. Einen Moment, Moment, wir gehen ganz kurz hin. Ich wusste es doch, da hinten ist sie da. Da braucht es auch schon ein bisschen nach oben. Das muss sie sein, Freunde. Ja, ihr seht's. Hier sind auch überall diese, ja, Feuerblöcke. Und hier ist Lava und Feuer. Also das ist so Lagerfeuer. Und Freunde, hier unten muss der Drache irgendwo sein. Der Feuerdrache. Guckt euch mal an, hier sind auch überall Skelettköpfe. Das heißt, hier haben schon einige probiert, aber... Naja, das sollten wir schon hinbekommen, denke ich mal. Deiner Hilfe schaffe ich das. Drück mir die Daumen, dass wir jetzt gegen den Feuerdrachen gewinnen. Und wir gehen mal langsam runter und schauen, ob wir ihn überhaupt schon sehen. Und Freunde, da ist er.
Da ist der Feuerdrache und der gibt uns den Diamant und diese Rüstung, um eben Banks zu craften. Oh mein Gott, Freunde, das wird ein epischer Kampf. Wenn das kein epischer Kampf wird, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie gegen einen Drachen im normalen Modus gekämpft. So, Moment, also wir nehmen Goldäpfel auf jeden Fall mal mit. So, und die Lava hier, die macht mir auch ein bisschen Angst immer. So, Moment, geh mal hier weg, Lava, ey, Alter. So, hier, Lava muss hier weg. So, und da ist er, Freunde. Dort befindet sich der Feuerdrache. Ich hab solche Angst. Und was macht der denn? Was macht der denn? Irgendwie sieht er mir nicht so ganz gesund aus. Hat der mich schon gesehen? Warte mal, wir schießen ihn mal kurz ab. So. Oh Gott. Freunde, der hat's gemerkt. Der hat's gemerkt, dass wir ihn abgeschossen haben. Und der buggt hier unten, glaube ich, rum, oder? Ich glaube, der buggt hier rum. Nimm mal kurz hier. Und ja, Freunde, oh mein Gott, wir schießen ihn mal kurz ab. Und oh nein, ich brenne. Ich brenne. Huh. Moment mal, Freunde, wir müssen uns hier mal so einen kleinen Weg zu ihm bauen, dass wir ja nicht in diese Lava fliegen gleich, denn das wäre unser Untergang. So, Moment. Okay, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt. Wir bauen uns einen direkten Weg weg, dass wir uns abhauen können. Wir nehmen nochmal einen Goldapfel und schauen mal, was los ist. So, warte mal, hier, nimm das. Ja, okay, Freunde, ich glaube, er ist... Oh Gott. Haben wir ihn gerade jetzt geweckt? Ich glaube, wir haben ihn geweckt, Freunde. Warte mal, er muss ja mir raus... Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, oh! Oh, oh, Freunde! Der möchte was! Der möchte was von uns! Der spuckt mit Feuer jetzt hier! So, nimm das! Komm her! Oh nein! Nein, 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 Freunde! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt geht er auf uns zu! Was macht der? Aber er ist gar nicht so... Egal! Wir müssen ihn besiegen endlich, sonst schaffen wir das nicht! Komm her, nimm das, Feuerdrache! Oh nein! Oh nein, nimm das, Feuerdrache. Und ich glaube, Freunde, wir nehmen die Bazooka. Wir schießen jetzt mit der Bazooka auf ihn. 3, 2, 1, boom. Na, nimm das. Oh Gott, Freunde. Jetzt, wir holen ihn uns. So, wir schießen ihn ab. Ja, wir haben ihn, Freunde. Wir haben den Drachen erledigt. Und jetzt müssen wir die Rüstung hier bestimmt gejobbt bekommen haben. Dafür schauen wir jetzt erstmal. Und ja, hier sind die Sachen, Freunde. Hier ist die Rüstung. Was haben wir denn noch gejobbt bekommen von dem Drachen? Wir haben Holzkohle, weil er Feuer spuckt. So, Freunde, jetzt haben wir die Sachen und können endlich Dr. Banks craften in Minecraft. Und ich bin so gespannt, ob das mit diesem Crafting-Rezept auch klappt. Wir müssen aber erstmal wieder hier hochkommen. So, Moment, zack. Okay, ey, nein, 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 ich darf nicht mich ins Feuer reinstellen. Amateurfehler. So, Bruchstein. Und jetzt geht's nach oben, Freunde. Okay, wo ist die Workbench? Die befindet sich da hinten, Freunde. Und was war das für ein cooler Kampf? Ich war einfach als Drachenkämpfer verkleidet. Beziehungsweise bin es immer noch. Wir haben mit dieser Bazooka ihn dann endgültig besiegt, den Feuerdrachen. Und jetzt haben wir uns aber auch verdient, dass wir uns Dr. Banks craften können. Dafür benutzen wir die Beschwörungskristalle für Blitzdrachen. Und, nee, wir besitzen erstmal hier die Rüstung. Dann das. Und ich würde sagen, Freunde, wir setzen den ersten Diamanten hier hin. Den zweiten Diamant hier hin. Die Brustpanzer setzen wir hier hin, Freunde. Und wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Damit würdet ihr mir so, so helfen. Und das ist kostenlos. Und jetzt setzen wir das letzte Item hin, um Banks zu craften in Minecraft. In 3, 2, 1. Und Lumi schaut auch schon hin. Jetzt! Oh mein Gott, Freunde, auch das hat geklappt. Wir haben einfach Banks gecraftet, Freunde, und Lumi in der heutigen Folge. Und das war so ein krass spannendes Abenteuer. Und wenn es dir gefallen hat, lasst gerne nochmal ein Like da. Bis zum nächsten Video und einen schönen Feiertag morgen und schön schulfrei, Freunde. Tschüss.